Guten Abend, liebe Leserinnen, liebe Leser, liebe Zuschauer, liebe Zuschauer. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Montagabend und einen guten Start in die neue Woche. Und für jene aus den Bundesländern, wo heute Feiertag ist, noch einen schönen Feiertag. Ja, heute kommen wir zur 62. Stunde zur Weltgeschichte und der 580. Geschichtsstunde von E.ON insgesamt. Bevor ich loslege, heute eine kleine Bemerkung. Ich habe es gerade gelesen, war ja gestern dieser Angriff wahrscheinlich wieder eines psychisch Kranken, ne? Eines psychisch Kranken in Gelsenkirchen, Polizisten, der dann demzufolge erschossen worden ist. Natürlich ist es kein terroristischer Hintergrund, weil bei Deutschen ist es schon rechter Terror, wenn jemand vielleicht jemand böse anguckt und sagt, du böser, oder irgend sowas, ne? Dann ist das schon rechter Terror. Oder wenn er sich dagegen wehrt, wenn jemand ihn, mal angenommen, wie ich das schon selber erlebt habe, ja, provozierend angrinst, nachdem er vorher irgendwas gemacht hat von einer gewissen Gruppe und du sagst dann was dagegen, ne? Beziehungsweise der spielt schon die Faust in der Tasche, dann ist das rechter Terror, wenn ich dann zuschlagen würde, wenn ein solcher Zuwanderer aus Afrika oder dem Nahen Osten oder aus der Türkei oder überall auf der Welt, wo die Leute ja mittlerweile rumrennen, mit einem Messer in der Hand rumrennt und vielleicht noch Allahu Akbar schreit, ne? Dann muss natürlich erst noch ein Brief da sein, wo er sagt, oh, ich habe Terror gemacht. Eine Fahne muss hinten hängen vom IS oder irgendeiner Organisation, sonst ist das kein Terror. Ne? Ich würde aber definieren, dass Leute, die hier in Massen ins Land strömen und jeden Tag solche Straftaten begehen, ja wohl Terror ist, nämlich Terror, bewusster Terror gegen die einheimische Bevölkerung und gegen dieses Land. Und wenn ein Herr Seehofer, ein Herr Münch und ein Herr Haldenwang den Leuten einreden will, die Gefahr käme von rechts und all diese Straftaten zu Taten psychisch kranker macht, Leute, dann sollten wir uns darum kümmern, dass diese Leute als entscheidende Leute in diesem Lande verschwinden. Aber nicht auf irgendwie gewaltwesentliche Weise. Wir haben andere Möglichkeiten, das wissen wir ja. Wir müssen bloß langsam mal munter werden. Herr Seehofer, man müsste Ihnen und Herrn Münch und Herr Haldenwang, man müsste Sie anzeigen wegen unterlassener Hilfeleistung für das deutsche Volk. Ihr seid Verbrecher und ihr werdet auch wie Verbrecher irgendwann vor einem Tribunal stehen, wo ihr dafür verurteilt werdet, was ihr diesem Land und diesem Volk angetan habt. Ja, gut, das soll es gewesen sein über die angebliche Nicht-Terror-Tat, die aber ja einfach nur Terror gegen unser Land und gegen unser Volk ist in Gelsenkirchen. Ja, wollen wir mal loslegen. Heute die 62. Stunde zur Weltgeschichte. Muss mal gucken, habe ich das Licht angemacht? Ja, ist an. Leider wird es jetzt schon etwas dunkel. Ich war noch ein bisschen unterwegs und deswegen ist es wieder etwas später geworden. Aber heute war richtig schönes Wetter und heute ist aber ein bisschen Sonne jetzt. Von daher haben wir noch bessere Lichtverhältnisse, ist auch schon Luftverhältnisse. Gestern hat man geendet mit der subtropischen Flora in der Antarktis, also nicht oben am Nordpol, sondern am Südpol. Selbst da gab es um 180 bis 159 Millionen Jahre vor heute subtropische Flora, das heißt tropische Bäume, Pflanzen etc. Das heißt, da war gar kein Eis, da war nicht irgendwas gefroren, die Erde ist nicht untergegangen. Die gibt es auch noch 180 Millionen bzw. 159 Millionen Jahren noch. Wer mehr darüber wissen will, das gestrige Video mal anschauen, ist noch drin bei YouTube, bei Facebook und auf jeden Fall bei VK.com. Weiter geht's heute. Um 180 Millionen Jahre vor heute mit einer Randbemerkung. In den Meeren des Mitteljuras schwimmt der riesige Fisch Lizichthys. Ich wiederhole es nochmal, Lizichthys wird also wie Leeds geschrieben, wie die Stadt, die englische Stadt Leeds und dann Ichthus, Lizichthys. Problematicus, Lichistus problematicus. Das wird wohl nicht Frau Merkel gewesen sein. Spaß beiseite. Die Größenangaben des Fisches schwanken zwischen 10 und 25 Metern.
Wie die heutigen Wale ernährt sich Leeds Ichthus von Plankton. Die Nahrung siebt er mit seinem knöchernen Kiemenapparat aus dem Wasser. Erstmals wurden Reste des großen Fisches gegen Ende des 19. Jahrhunderts in England entdeckt. Und da tippe ich doch jetzt mal drauf, dass das bei Leeds war. Weil deswegen heißt er wohl dann auch Leeds Ichthys. Da habe ich doch schon gar nicht so schlecht. Weiter geht's mit um 180 bis 142 Millionen Jahre vor heute. Weltweit entstehen Bauxitlager. In verschiedenen Regionen Europas, in Russland, Südamerika, Indien und Malaysia bilden sich bedeutende Vorkommen des Aluminiumerzes Bauxit. Bauxit ist ein natürliches Aluminiumhydroxid, das bei der Verwitterung von Gesteinen mit hohem Tonerdeanteil unter tropischen bis subtropischen Klimaverhältnissen entsteht. Werden Kalk oder Kieselsäure durch chemische Verwitterung aus einem Gestein gelöst, so bleiben Tonerde, Eisen, Mangan, Nickel und so weiter als Hydroxide oder als wasserhaltige Silikate zurück. Aus solchen Aluminiumhydroxid und Eisenhydroxid-Mineralverbindungen setzt sich Bauxit zusammen. Der vor allem durch das Eisenhydroxid eine zumeist intensive Rotfärbung bekommt. Bei der industriellen Verarbeitung wird das gewonnene Mineral zunächst in Aluminiumoxid umgewandelt und dann in einem Ofen bei 970 Grad Celsius geschmolzen. Mit Hilfe des Elektrolyseverfahrens wird anschließend das reine Aluminium gewonnen. Und ich gewinne erstmal ein bisschen. Na. Na. Tasse. Ja. Ich würde mal sagen, wenn man irgendwann Merkel ausgräbt, dann wird man sie nicht Leeds, Ichthus, Problematikus nennen, sondern Berlin-Ichthys Problematikus. Ja, das nur nochmal zurückzugehen auf diesen Leeds-Ichthys. Ja, Problematikus. Ja, hier geht's weiter mit einem Bild. Abbau von Bauxit. Das Aluminiumerz ist durch seine intensive Rotfärbung gekennzeichnet. Ein besonderes Merkmal des daraus gewonnenen Aluminiums ist, dass es sich mit einer leichten Oxidschicht überzieht, die keinen Sauerstoff durchlässt und deshalb vor Korrosion schützt. Also ein sehr hochwertiges Aluminium. So sieht's dann aus. Rötlich gefärbt. Erste Bäuerchen, die Luft muss raus, sonst geht es nicht weiter. Und weiter geht's. Um 180 bis 142 Millionen Jahre vor heute. Scheinfossilien mit feiner Struktur. In den Schichtflächen abgelagerter Sedimente bilden sich filigrane Gebilde oder Zeichnungen, die stark an Pflanzen, vor allem an Moose, Farne oder kleine Bäume und Sträucher erinnern. Es handelt sich hierbei um sogenannte Dendriten. Paläontologen hielten die Dendriten lange Zeit für fossilisierte Überreste mesozoischer Pflanzen. Es handelt sich jedoch um sogenannte Scheinfossilien, die rein anorganischen Ursprungs sind. Der Name Dendriten leitet sich von dem altgriechischen Wort Dendron für Baum her. Ihren Ursprung haben die äußerst filigranen Strukturen in Regenwasser, das mit den darin gelösten Eisen- und Manganlösungen in die Schichtspalten sickert, in denen es sich dann verästelnd ausbreitet. Während eisenhaltige Verbindungen vor allem rötliche und braune Dendriten bilden, schlagen sich manganhaltige Lösungen als dunkle bis schwarze Dendriten nieder.
Reiche Vorkommen finden sich unter anderem in Solnhofener Plattenkalk. Also wissen wir jetzt auch, Dendriten, Dendron, das heißt, ist griechisch und bedeutet Baum. Ja, der Baum. Ich wollte jetzt gucken, was Bäume, nee, Baum. Dendron, Baum, Dendriten sind dann die Bäume. Ja, wegen den Verästelungen, die da die Zeichnung gebracht hat, wahrscheinlich. Ja, weiter geht's. Um 180 Millionen Jahre vor heute. Älteste ozeanische Kruste. In der Tiefsee wird die älteste bis heute erhaltene ozeanische Kruste abgelagert. Sie befindet sich sowohl im Bereich des Nord- und Südatlantiks als auch des Indischen Ozeans, also in jenen Weltmeeren, deren Entstehung sich im Verlaufe des Juras abzeichnet. Die ozeanische Kruste unterscheidet sich von der kontinentalen Kruste unter anderem dadurch, dass sie mit einer Stärke von durchschnittlich 10 Kilometern wesentlich dünner ist. Sie besteht vor allem aus Basalt, einem vulkanischen Ergussgestein, das durch Tiefseesedimente teilweise überdeckt ist. Dass die älteste erhaltene ozeanische Kruste nur in Anführungszeichen etwa 180 Millionen Jahre alt ist, geht auf einen Prozess der permanenten Selbsterneuerung zurück. In den Tiefseebereichen aller Ozeane gibt es submarine Schwellenzonen, die auch als sogenannte mittelozeanische Rücken bezeichnet werden. Da sich die Ozeanböden ständig ausweiten, ist die Erdkruste entlang dieser Schwellenzonen besonders dünn. Die Scheitelbereiche der mittelozeanischen Rücken bilden tiefe, sedimentfreie Gräben, durch die die fortwährend basaltische Gesteinsschmelze aufsteigen, die neue Meeresböden bilden. Vom mittelozeanischen Rücken wandern die Ozeanböden in größere Wassertiefen und weiter in die sogenannte Subduktionszone, wo sie sich unter angrenzende Kontinentalschollen schieben, um schließlich im Bereich des Erdmantels wieder aufgeschmolzen zu werden. Und da haben wir ja, ein Schema dazu. Kreislaufschema der Gesteinsschmelze auf der Erde. Und da sehen wir immer Pfeile, die gehen in dem Fall erstmal, jetzt fangen wir erstmal in der Mitte mit den gelben, das ist der Erdkern. Da sehen wir mal, schematisch dargestellt, das Gelbe, der Erdkern. Ich hoffe, man kann es gut erkennen. Jetzt mache ich mal schon mal das Bild insgesamt her. Und darüber das, da wo diese Strichellinien sind mit dem Pfeil nach rechts, also es geht unten links los nach rechts und der Pfeil zeigt jeweils immer, nee, zeigt bei dem ersten unten links nach rechts, bei dem zweiten zeigt der Pfeil nach links, bei dem dritten geht es wieder nach rechts, der Pfeil, und beim vierten wieder nach links. Und da haben wir als Erklärung, das ist dieses ockerfarbene, dieses orangefarbene, das ist der Erdmantel. Da haben wir das. Also das ganze orangefarbene. Vielleicht kann man die Pfeile sogar erkennen, in welche Richtung sie gehen. Das ist der Erdmantel. Da sehen wir schon rechts und links wieder so die Festlandsgebiete aus dem Blauen herausragen. Das Blaue stellt das Meer dar. Und da haben wir auf der linken Seite erstmal den Kontinent. Da haben wir das. Und auch da ist eine gestrichelte Linie mit einem Pfeil, die nach oben Richtung dann die Vulkane daneben geht. Da haben wir den Kontinent. Wollen wir schauen, dass wir das richtig zeigen können. Das ist der Kontinent. Hier, da guckt er aus dem blauen Meer heraus und da sind die Vulkane und hier ist diese Strichlinie mit einem Pfeil Richtung die Vulkane. Ich weiß nicht, ob man das ganz genau erkennen kann. Ja,
Geht also da ganz am Ende das Schwarze, wo die Vulkane aufgemalt sind. Das ist der Pfeil in Richtung der Vulkane, in Richtung rechts. Und dann haben wir, fangen wir oben in der Mitte an, den mittelozeanischen Rücken. Der ist also da oben, diese Einbuchtung, ganz genau in der Mitte hier, ne? Das ist der mittelozeanische Rücken. Geht so ein bisschen das Blaue etwas tiefer. Und dann geht von dort ein Pfeil nach links, diese Strichlinie nach links mit einem Pfeil, der dann in die Erdkruste hineinragt. Und das ist dann die Subduktionszone. So, mal schauen, dass wir das auch ordentlich gezeigt bekommen. Hier ist diese Subduktionszone, da ist dieses kleine Schwarze. Das ist Dreck in meinem Fingernagel. Das ist der Pfeil, der hineinragt von der gestrichelten Linie in diese Subduktionszone. Und da sind wir schon fast durch mit dem Schema. Auf der rechten Seite haben wir dann noch ganz außen die Erdkruste, die ist gestrichelt. Nochmal, das ist dieses Gestrichelte. Der Pfeil geht nach oben, also so halb links nach oben. Auch da haben wir wieder den Kontinent in Richtung der anderen Subduktionszone. Mal gucken, Erdkruste, Kontinent, Subduktionszone. Da haben wir die Erdkruste. Da, wo der Pfeil, ne? Da, wo der Pfeil, ne, halt, ich bin ja auf der falschen Seite. Mal gucken, ja, war auf der falschen Seite, Entschuldigung. Stimmt ja, hier sind wir jetzt. Da haben wir die Erdkruste wieder, ne? Muss auch irgendwie sehen, dass ich sehe. Jetzt sehe ich's. Da ist die Erdkruste, ne? Da ist nochmal Kontinent angezeigt. Und da haben wir die andere Subduktionszone. Ja, auf der anderen Seite. Und da gucke ich nicht nochmal rum, das habe ich mir gemerkt. Hier ist der Ozean. Das ist das ganze Blaue. Da haben wir den Ozean. Ja, so sieht das Gebilde aus, was sich Erde nennt. Schematisch allerdings nur. Schematisch. Und so verhält sich das mit diesen mit dieser ozeanischen Kruste, dem Erdmantel, der Erdkruste etc. Ja, da sind wir durch mit dem. Hat wieder etwas länger gedauert. Immer wenn so ein Schema kommt, zieht sich das ein bisschen. Aber als nächstes kommt wieder ein Fokus mit zwei größeren Bildern drin. Da ist wieder etwas weniger Text. Da geht's los. Der Fokus. Leben in der Wüste. Erfindungsreichtum als Überlebensfaktor. Die extremen Lebensbedingungen der Wüste erfordern sowohl von Pflanzen als auch von Tieren ganz besondere Anpassungsleistungen, um mit der permanenten Wasserknappheit und den außergewöhnlichen Temperaturgegensätzen fertig zu werden. Da kein Lebewesen dauerhaft ohne Wasser existieren kann, ist die optimale Nutzung der knappen Ressourcen Pflicht. Die Evolution hat hierfür verblüffende Lösungen parat. Los geht's. Bei den Wüstenpflanzen gibt es zwei grundsätzlich verschiedene Überlebensformen. Einige Pflanzen haben sich den Wüstenbedingungen durch eine bestimmte Reproduktionsstrategie angepasst, die es ihnen erlaubt, die langen Phasen der Trockenheit als Samen zu überdauern. Ein eigentümliches Merkmal dieser Samenkörner ist, dass sie durch eine außergewöhnlich dicke Schale vor dem Austrocknen ideal geschützt sind. Wenn es zu Niederschlägen kommt, entscheidet ein Mechanismus in der Schale darüber, ob die Wassermenge ausreicht. Ist dies der Fall, beginnen in rasanter Geschwindigkeit Keimung und Wachstum, sodass die neuen Samen zum Teil bereits nach nur 2 Wochen ausgebildet sind. Dann kommen wir zum ersten Unterabschnitt. Optimale Wasserspeicherung. Die eigentlichen Wüstengewächse,
die auch die größten Hitzeperioden als Pflanzen überdauern, verfolgen unterschiedliche Strategien. Die kaktusähnlichen Vertreter, die sogenannten Sukkulenten, arbeiten nach dem Prinzip der maximalen Speicherung. Sie entwickeln ein weitflächiges Wurzelsystem, das in ihrer Umgebung keine anderen Pflanzen gedeihen lässt. Mit seiner Hilfe nehmen sie in den kurzen Regenperioden riesige Wassermengen auf, die in Wurzeln und Sprossen gespeichert werden. Der bis zu 15 Meter hohe mexikanische Candelaber-Kaktus kann auf diese Weise bis zu 9 Tonnen Wasser speichern. Andere Wüstenpflanzen aus der Gruppe der Akazien entwickeln extrem lange Pfahlwurzeln, in Klammern bis zu 30 Meter, Klammer zu, mit deren Hilfe sie sich von Grundwasser ernähren. Na, schau an. Wie viele Tonnen waren es? 9 Tonnen Wasser speichert dieser Candelaber-Kaktus in der mexikanischen Wüste. Und das liegt daran, weil er so ein riesiges Wurzelsystem unter sich hat, was man oben überhalb der Erde, oberhalb der Erde natürlich nicht sieht. Kann man also auch schlecht hier sich in die Wohnung stellen, damit man nicht so oft gießen muss, ne? Oder im Garten, weil dann wächst drumherum nichts mehr. So groß werden die Wurzeln. Weiter geht's mit dem nächsten Unterabschnitt zu diesem Artikel und dem letzten. Am Tag vergraben, nachts aktiv. Unter den Wüstentieren dominieren Gliederfüßer, insbesondere in der Gestalt von Skorpionen, verschiedenen Spinnenarten und Insekten sowie Reptilien. Fast alle Arten schützen sich vor der gleißenden Sonne, indem sie den Tag vergraben im Untergrund verbringen und erst in der Dämmerung auf Nahrungssuche gehen. Denn während die Wüstenoberfläche extrem heiß ist, herrschen bereits dicht unter der Oberfläche vergleichsweise kühle Temperaturen. Oh, bin ich etwa ein Wüstentier? Ja, Scherz beiseite, weiter geht's. Einige Wüstentiere bleiben auf Oasen und deren unmittelbare Umgebung angewiesen. Andere haben im Umgang mit der knappen Ressource raffinierte Strategien ausgebildet. So besitzen Nagetiere wie die Känguru-Ratte die Fähigkeit, das benötigte Wasser vollständig aus der Nahrung zu gewinnen. Bei ihrem Stoffwechsel wird durch chemische Reaktionen Verbrennungswasser erzeugt, das etwa 90% des Wasserbedarfs deckt, während das im Futter enthaltene Wasser nur etwa 10% beisteuert. Eine andere Strategie verfolgen Taschenspringer. Wie viele andere Wüstentiere häufen sie in ihren Erdbauten große Nahrungsreserven an. Der Wasserdampf, den sie im Laufe des Tages durch die Atmung abgeben, wird zu großen Teilen von den gesammelten Samen aufgenommen. Die Quellen, warte, was haben Sie blöd geschrieben? Der Wasserdampf, den sie im Laufe des Tages durch die Atmung abgeben, wird zu großen Teilen von den gesammelten Samen aufgenommen, die, ich würde mal sagen, die dann quellen und den Tieren dann als saftiges Futter dienen. Ich würde da noch ein dann dazwischen machen. Die Quellen hört sich irgendwie doof an. Ja. Und da haben wir noch zwei Bilder. Die seltene Lilienart Lilium Zairii, ich wiederhole mal, Lilium Zairii hat sich dem trockenen Boden Zentralafrikas angepasst. Ja. Eine farbenprächtige Lilie mitten in der Trockenheit. Und als nächstes Bild haben wir Skorpione sind ausschließlich nachtaktiv. Um der größten Hitze am Tag zu entfliehen, leben sie in Erdhöhlen. Ja, die sind nicht so doof und bugeln sich am Tag bei der 40 Grad plus kaputt. Die sagen, ich vergrabe mich in der Erdhöhle und warte, bis es abends kühler wird.
bevor ich in Panik gerate. Ha, 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 liebe Greta, die Skorpione sind schlauer als du. Unglaublich, ne? Unglaublich. Dabei wird sie von allen beklatscht, die angeblich so schlau sind. Weiter geht's. Weiter geht's, aber erst nochmal ein Glas Milch mit Seite 5 und 6. Oh. Ich so auf die Zeit schaue, haben wir die Erklärung dieses Schemas zur Erdkruste etc. wieder schon einigermaßen reingeholt. Auch hier ist wieder ein großes Bild dazwischen. Sparen wir also auch wieder Text. Erst nochmal schauen. Ja, können wir loslegen mit, und da sind wir wieder 10 Millionen Jahre weiter, um 170 bis 159 Millionen Jahre vor heute. Die Geburtswehen Europas. Gegen Ende des Mitteljuras kommt es in einem breiten Streifen entlang der deutschen Nord- und Ostseeküste sowie in den unmittelbar nördlich angrenzenden, teils zu Dänemark, teils zur Nordsee zählenden Regionen zu weiträumigen Hebungen der Erdkruste, aus denen mit der Pompejschen Schwelle eine große neue Festlandsmasse hervorgeht. Ich wiederhole es nochmal. Pompejschen, also ganz komisch, Pompejschen Schwelle heißt es wirklich. Da gehen also große Festlandsmassen hervor. Begleitet wird ihre Entstehung von Hebungen und Senkungen, durch die sich die geografische Situation in West- und Mitteleuropa im Vergleich zum Unterjura erheblich verändert. Bis zum Beginn des Mitteljuras hatte es zunächst keine einschneidenden Veränderungen gegeben. Doch dann hatte ein von Osten kommender Meeresvorstoß das böhmische Massiv, die vormals größte europäische Festlandsmasse, auf die erheblich kleinere böhmische Insel reduziert. Die sogenannte Vindelizische Schwelle, die die südwestlichen Regionen des böhmischen Massivs umfasst hatte, wurde durch den Meeresvorstoß abgetrennt. Zu Beginn des Oberjuras wird sie vom Meer überflutet und verwandelt sich dadurch zu einer Art Inselkette, die ideale Voraussetzung für die Entstehung der süddeutschen Riffe schafft. Sie bildet die Grenze zwischen dem flachen Jurameer und dem südlich angrenzenden Tethys-Ozean. Auch im Westen kommt es zu erheblichen Veränderungen. Etwa dort, wo im Unterjura das Rheinische Massiv eine kleine Insel bildet, erhebt sich die mitteldeutsche Schwelle aus dem Meer. Zugleich dehnt sich das ebenfalls im Unterjura noch vergleichsweise bescheidene London-Brabanter Massiv erheblich nach Südosten aus. Die etwa 200 Kilometer breite Meeresstraße zwischen den vormaligen Inseln verschwindet. Beide Landmassen verschmelzen zu einem Festlandsgebiet, das sich von England über den Ärmelkanal Südholland, Belgien und Nordfrankreich bis nach Südhessen erstreckt. Also damals braucht es keinen Tunnel, da war England mit dem Festland noch verbunden. Im Norden wird das westliche Festland nur durch eine sehr schmale Meeresstraße von der Pompejschen Schwelle getrennt. Doch kommt es hier zu keiner weiteren Verbindung. Durch zahlreiche, zum Teil weiträumige Senkungen werden große Teile des Pompejschen Landes bis zur Unterkreide erneut geflutet. Alle Gebiete, die zur heutigen Nordsee zählen, fallen zusammen mit den angrenzenden Küstenregionen unter Wasser. Zurück bleibt eine Anzahl kleinerer Inseln. Während sich die Pompejische Schwelle auf den deutsch-dänischen Ostseeraum und die unmittelbar angrenzenden Gebiete reduziert. Im Süden wachsen das mitteldeutsche Festland und die böhmische Masse zum größten zusammenhängenden Festlandsgebiet seit Beginn des Mesozoikums zusammen. Also das mitteldeutsche Festland und böhmisches
Die böhmische, war es die böhmische Insel oder das Festland, muss ich mal gucken. Böhmische Massa steht da. Die wachsen da zusammen und man sieht es ja auch kulturell und alles. Irgendwie hat das alles miteinander zu tun. Merken wir, was wirklich in Europa zusammen und dazugehört und was nicht. Ne? Nicht wahr? Selbst innerhalb dieses Kontinents gibt es Unterschiede. Es ist einfach so. Und die wird man nie ausmerzen können, weil die sind genauso wie das Land, auf dem wir stehen, natürlich so gewachsen. Die kann man nicht umerziehen, liebe dumme Grüne, Linke und Rote. Und da können uns noch so viele Gesetze und uns noch so viele Hasskriminalität unterstellen. Es gibt halt mal natürliche Gesetze, natürliche Entstehung, sowohl in der Erde, in der Flora als auch in der Fauna, so als auch in den menschlichen Volksgruppen, den menschlichen Kulturen etc., die sich über Jahrmillionen Jahre herausgebildet haben. Und was bildet ihr euch ein? Diese über Jahrmillionen, Jahrtausende Jahre, Hunderttausende Jahre, Jahrmillionen will ich nicht sagen, so lange gibt es Menschen nicht, aber über Jahrhunderte, über Jahrtausende, über Jahrzehnttausende herausgebildet haben. Was bildet ihr euch ein, das uns in irgendwie einer Legislaturperiode aberziehen zu wollen? Ihr seid einfach nur kleine arme Irre, die die größte Gefahr für die Menschheit sind. Weil ihr macht alles kaputt, was sich über Jahrhunderte, Jahrtausende, Jahrzehnttausende entwickelt hat. Und das müssen wir unbedingt verhindern. Sonst geht der Mensch wirklich unter. Mit solchen Idioten an der Spitze wie euch. Ja, hier haben wir mal gesehen, wie sich die Geburtswehen Europas vollzogen haben und wie viel sich da in kürzester Zeit, wenn man es aus erdgeschichtlicher Warte betrachtet, in nur 11 Millionen Jahren getan hat, nachdem es über hunderte Millionen Jahre vorher nicht so viele großartige Veränderungen gab. So viel zu der Theorie, dass diese extremen Veränderungen, die momentan stattfinden, mit dem Menschen vor allen Dingen zu tun haben. Das ist ganz normal, dass es immer Phasen gibt. Ich erkläre es immer wieder mit der Badewanne. Solange wie die voll läuft und langsam das Wasser reinrinnt, merkt keiner groß was, dass das reinrinnt. Erst wenn der Überfluss, dieser Abfluss verstopft ist, ich komme jetzt nicht aufs fachmännische Wort, ihr wisst, was ich meine, dann und das Wasser über den Beckenrand, über den Wannenrand hinaustritt und dann die Wohnung, und dann die Wohnung des unteren Nachbarn etc. überflutet, dann merken wir was und dann empfinden wir es als extrem und Katastrophe für unsere Wohnung. Aber das Wasser läuft genauso wie vorher in derselben Schnelligkeit und Intensität. Ne? Ja, und genauso ist es mit den Veränderungen auf der Erde. Hier haben wir noch ein Bild dazu. Auch die Festlandsmasse des heutigen Südhessen, in Klammern Blick von der Wasserkuppe, Klammer zu, entsteigt dem Jurameer. Also auch dies lag damals, die Wasserkuppe lag damals noch unter dem Meeresspiegel. Und entstieg zu dieser Zeit dem Meer und wurde aus einem unterseeischen Gebirge, wurde ein Berg, der Hessen mitprägt. Ja, so ist die Erde, so verändert sich die Erde. Und jeder, der was anderes erzählt und das mit Gesetzen verändern will, ist einfach nur bekloppt. Entschuldigung, so ist es aber. Weiter geht's. Mit einem kürzeren, größeren Abschnitt um 170 Millionen Jahre vor heute. Neue Ammonitenart weit verbreitet. Eine weite Verbreitung finden die Ammoniten der Gattung Macrocephalites. Die Kopffüßer in Klammern Cephalopoda, Klammer zu, die ein kalkschaliges Gehäuse schützt, bevölkern unter anderem die Meeresgebiete in Europa, Nordafrika, Eurasien und Neuguinea. Wegen ihres häufigen Vorkommens gelten sie als wichtige Leitfossilien, um abgelagerte Sedimente einzugrenzen. Das Gehäuse von Macrocephalites ist in der für alle Ammoniten so typischen Weise spiralförmig eingerollt. Um den engen Nabel winden sich die Spiralen. Deren Oberfläche prägen gleichmäßig verlaufende scharfe Rippen. Und bevor es weitergeht mit zwei Randbemerkungen, die dann die Seiten 5 und 6 abschließen, noch schnell einen Schluck Milch und einen Schluck Kaffee.
Die erste Randbemerkung, ebenfalls um 170 Millionen Jahre vor heute. Knochenpanzerplatten bedecken den Körper des zu den Panzerdinosauriern gerechneten Dianchisaurus. Fossile Reste des etwa 5 Meter langen Landreptils bargen Wissenschaftler im Nordwesten Chinas. Der pflanzenfressende Saurier ist auch unter dem Namen Jurassosaurus bekannt. Er besitzt einen relativ kurzen Schädel und kann sich trotz seiner Panzerung leicht bewegen. Und noch eine Randbemerkung auf dieser Seite von um 170 Millionen Jahre vor heute. Ein Verwandter des Pliosauriers, Liopleurodon, ist der ebenfalls im Mitteljura vorkommende Pelonoistes phylarchus. Im Gegensatz zu dem bis zu 12 Meter langen Liopleurodon besitzt der nur 3 Meter große Pelonoistes einen langen Hals. An ihm sitzt ein kleiner Kopf, dessen Kiefer mit Dolchzähnen besetzt ist. Paddelartige Flossen dienen der Fortbewegung. Und wieder ein Saurier, den man neu, der neu entstand, beziehungsweise dessen Existenz ab dieser Zeit nachweisbar ist. So, und jetzt müssen wir erstmal ganz nach rechts. Ja, damit wir das nicht verpassen, weil wir kommen noch ein bisschen weiter in der Zeit auf den letzten beiden Seiten heute. Nehmen wir uns die Randbemerkung weg, da können wir sie nicht mehr vergessen. Um 170 Millionen Jahre vor heute. Auf die Jagd nach kleineren Reptilien geht der frühe Karnosaurier Gasosaurus. Mit seinem langen Schwanz schafft der etwa 3,5 Meter lange und 150 Kilometer schwere, da haben Sie bestimmt was falsch gemacht, 150 Kilometer schwere kann nicht sein, Tonnenschwere vielleicht oder Kilogramm, ich vermute mal Kilogramm. Also, mit seinem langen Schwanz schafft der etwa 3,5 Meter lange und 150 Kilogramm schwere Gasosaurus ein Gegengewicht in den Kiefern des mittelgroßen Kopfes. Ein Gegengewicht in den Kiefern des mittelgroßen Kopfes sitzen scharfe Zähne. An den vorderen Extremitäten befinden sich dreifingerige Greiforgane. Die Füße haben krallenartige Zehen. Ja, wie gesagt, Entschuldigung nochmal, aber die haben wirklich die Abkürzung KM für Kilometer bei 150 beim Gewicht genommen. Kann also vermutlich nur Kilogramm bedeuten. Ich glaube nicht Tonnen. Das wäre ein bisschen viel, 150 Tonnen. Ja, weiter geht's mit noch einmal um 170 bis 159 Millionen Jahre vor heute. Schlamm aus Strahlentieren. Im Mittel- und Oberjura kommt es im Alpenraum zu einer kräftigen Einsenkung der Erdkruste, die sich in einem drastischen Wandel der Sedimente niederschlägt. Der aus Radiolarienschlamm, einem charakteristischen Tiefwassersediment, bestehende Kieselschiefer löst die festländischen, überwiegend sandig-tonigen Ablagerungen sowie die Brachiopoden- und Krinoidenkalke einschließlich der unterjurassischen Riffe ab. Der zumeist rötliche Radiolarienschlamm setzt sich aus den nur 0,1 bis 0,5 Millimeter großen, kieseligen Skeletten der Radiolarien zusammen. Es handelt sich hierbei um mikroskopisch kleine planktonische Organismen. Also nochmal, es handelt sich hierbei um mikroskopisch kleine planktonische Organismen, die bereits seit dem frühesten Erdaltertum, dem Kambrium 545 bis 495 Millionen Jahre vor heute nachgewiesen sind. Aufgrund ihres häufig bizarr geformten strahligen Skeletts werden die marinen Einzeller auch als Strahlentierchen bezeichnet. Sie kommen als kugelförmige Spumellarien und als mützenförmige Nassellarien vor. Entschuldigung nochmal, Bärchen. Wobei insbesondere die letztgenannten im Mittel- und Oberjura eine Blütezeit erleben.
Aufgrund ihres massenhaften Vorkommens können sie gesteinsbildend wirken. Dieses Gestein, im Alpenraum als Radiolarit bezeichnet, ist durch Eisenverbindungen rot, grün oder auch braun gefärbt. Das Hauptablagerungsgebiet der Radiolarienschlämme beschränkt sich heute auf die Tiefwasserzonen des Pazifiks und des Indischen Ozeans. Zu Beginn der Trias, 250 bis 205 Millionen Jahre vor heute, zählten weite Teile der Alpenregion noch zum Festland. Da dieses durch die Dehnung der Erdkruste aber kontinuierlich absank, wurde das Gebiet im Laufe dieser Periode weiträumig vom Meer überspült. Entschuldigung, aber irgendwie noch was drin. Es bildeten sich typische Flachwassersedimente aus marinen Kalken und Dolomitgesteinen. Da die Kruste langsam, aber kontinuierlich sank, konnten die Korallenriffe, die Jahrmillionen lang in die Höhe gewuchsen, um das Absinken des Untergrundes auszugleichen, gewaltige Dimensionen annehmen. Durch die weitere Dehnung des Alpenraums wird die Erdkruste in dieser Region im Verlauf des Jura endgültig zerrissen. Und da haben wir noch ein Bild von diesen Tierchen. Mützenförmiger Nacellari unter dem Rasterelektronenmikroskop. Die planktonischen Mikroorganismen existieren bereits seit dem Kambrium. Also das ist stark vergrößert. Dieser Nacellari geht immer hier auf die ganze Seite. In Wirklichkeit haben wir aber gelesen, sind sie nur 0,1 bis 0,5 Millimeter groß, diese Tierchen. Gehen wir ein bisschen näher ran in der Mitte. Dann müssen wir ein bisschen deutlicher sehen. Nehmen wir mal hoch. So sehen sie aus. Die Nacellari, ein Teil der Strahlentiere. Und da sind wir schon auf der letzten Seite. Die Randbemerkung hat man ja schon weg. Und jetzt kommen wir wieder 4 Millionen Jahre weiter. Um 166 bis 154 Millionen Jahre vor heute. Fossilienmekka nahe London. In England wird der sogenannte Oxford Clay eingelagert. Ein außerordentlich fossilienreiches, toniges Sediment, das in seiner Bedeutung den deutschen Fundstätten in Holzmaden und Söllnhofen in nichts nachsteht. Der Oxford Clay bildet sich in einer Meeresbucht im Nordosten Londons, die im Westen durch eine Gruppe kleinerer Inseln, im Norden durch eine größere Festlandsmasse und im Südosten durch das London-Brabanter Massiv begrenzt wird. Ganz ähnliche Ablagerungen bilden sich in Wallücke, einem deutschen Fundort im Wiehengebirge. Wiederholen wir mal, Wallücke im Wiehengebirge. Vor allem der untere Oxford Clay aus der Region von Peterborough ist für seinen großen Fossilienreichtum bekannt. Die Schichtung des Wassers und die Beschaffenheit des schlammigen Bodens erzeugen, ähnlich wie in Holzmaden, ideale Voraussetzungen zur Fossilisation. Der Sauerstoffgehalt in den Bodenregionen ist so gering, dass das organische Material kaum abgebaut wird. Auf diese Weise bleiben viele Meeresbewohner samt Weichteilen erhalten. Zu den wichtigsten Funden zählen Fische, Meereskrokodile, Ichthyosaurier und Plesiosaurier. Und hier haben wir so einen Fund: perfekt erhaltener Ammonit aus dem Oxford Clay. Haben wir ja schon mal in der Schemata, in dieser Übersicht gesehen. Hier sehen wir nochmal als Fossil einen perfekt erhaltenen Ammonit. Schauen wir ein bisschen näher an. Ich denke mal, man kann es gut erkennen. Und dann kommen wir zum letzten. Das ist nur so eine Drittelseite. Da sind wir schnell durch, ohne Bild. Um 166 bis 154 Millionen Jahre ebenfalls frei im Meer schwebende Einzeller.
In der Gruppe der bis zu diesem Zeitpunkt ausschließlich am Meeresgrund vorkommenden Fora miniferen oder auch Kammerlinge genannt, tritt mit den Globigerinen eine Untergruppe in Erscheinung, die sich auf eine schwebende Lebensform im Wasser spezialisiert. Foraminiferen sind Einzeller, die um ihren Zellleib ein kalkiges, mehrkammeriges Gehäuse abscheiden, das einen Durchmesser von zumeist weniger als einem Millimeter aufweist. Nur bei einigen Riesenformen, den Großforaminiferen, wird es über 5 Zentimeter groß. Während sich die meisten ihrer Vertreter kriechend am Boden bewegen, sind die im Freiwasser lebenden Globigerinen mit sogenannten Schwebestacheln ausgestattet. Sie treten mitunter in so außerordentlichen Mengen auf, dass sie ganze Kalksteinformationen aufbauen. Zahlreiche Häuser auf Malta sind zum Beispiel mit Bausteinen aus Globigerinenkalk erbaut worden. Also dort in Malta kann man Häuser betrachten, die mit Globigerinen, mit Einzellern erbaut wurden. Na, vielleicht wissen das selbst die Malteser, die Bevölkerung von Malta nicht. Wenn Sie jetzt zugehört haben, wissen Sie es jetzt. Ja, vielleicht wohnen Sie in einem Haus, was aus Globigerinenkalk entstanden ist. Ja, oder gebaut worden ist. Ja, ich hoffe. Ja, jetzt kommt die Luft nochmal nach oben. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Es war wieder das ein oder Interessante dabei. Interessant war vor allen Dingen, denke ich mal, die ganze Geschichte mit dem großen Umwälzung innerhalb von nur 11 Millionen Jahren in Europa, was sich da alles gehoben und gesenkt hat und wie die Meere verschwunden sind und immer mehr Festland entstand, wie Gebiete wie zum Beispiel das heute durch den Ärmelkanal getrennte Frankreich, also das Kontinentaleuropa noch mit England verbunden war und, und. Ja, jede Menge Material wiederum mit dummen Kretas, die nicht die Schule besuchen, sondern lieber Fridays for Future spielen und die Leute in Panik versetzen wollen, diskutieren zu können auf einer Grundlage mit Fakten und Wissen und nicht mit ideologischer Verblödung und ja, Sprechblasen, die ihnen andere eingeimpft haben, die daran gut verdienen. Ja, und dann hoffe ich, dass das Video euch auch heute wieder gut gefallen hat. Wir uns auch morgen wiedersehen und wenn es der Facebook-Gott so will, sowohl bei Facebook als auch bei VK.com und bei YouTube. Und damit verbleibe ich wie immer mit. Haltet die Ohren steif, bleibt kämpferisch. Ciao, ciao, euer Egon.